Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Morgenlaber-Video. Ich versuche das auf jeden Fall noch bis Mittag hochzuladen. Ja, wir haben heute die erste Nacht hinter uns. Ich muss mal irgendwie hier meine Haare machen. Ich habe die gestern gewaschen und irgendwie, ich mag das nicht, die am Vortag zu waschen, weil die dann schon am nächsten Tag, also wenn ich aufwache, schon so leicht fettig aussehen. Und ich mich hier halt im Bett wälze und schwitze und keine Ahnung was. Deswegen habe ich die jetzt einfach so zu einem Zopf gemacht. Meine Haare sind es gewohnt, so zu liegen. Deswegen habe ich jetzt hier so eine Lücke. Ah, ist mir egal. Hab halt wenig Haare hier vorne. Macht halt nichts. So, mein Julius Wasser. Ich habe irgendwie voll Durst. Hab noch nichts getrunken. Ich werde nach diesem Labervideo werde ich ein Q&A drehen. Ganz auf die Schnelle hier von meiner Küche aus. Ja, wie war die erste Nacht in der Wohnung? Also ich muss sagen, jetzt kommt hier ganz viel Mecker. Nein, einfach das ist nicht Mecker, aber liegt an mir. Also das Bett ist total hart. Das Bett ist noch nicht weich gelegen, sagen wir mal so. Also Matratze, Topper, alles ist noch irgendwie voll hart. Ich muss sagen, ich habe heute so ein bisschen, ja, mein Nacken tut weh, mein Rücken tut so ein bisschen weh, ich habe Kopfschmerzen. An sich habe ich nicht schlecht geschlafen. Also die Nacht ist wirklich ratzefatze durchgegangen. Ich bin zwar zwei, dreimal bin ich aufgewacht, ja, aber bin relativ schnell wieder eingeschlafen. Also so jetzt nichts Dramatic-mäßiges. Die Nacht war auch relativ ruhig, aber ich muss sagen, das Haus war hier auf jeden Fall bis 23 Uhr, 23.30 Uhr war dieses Haus definitiv wach. Und was ich gemerkt habe ist, man hört relativ stark die Nachbarn, also nicht die unter uns, man hört irgendwie relativ stark die Nachbarn über uns. Also ich weiß nicht, ob die da irgendwie keine Möbel haben oder sowas. Anscheinend haben die, naja, eigentlich sind die Wohnungen hier, sollten eigentlich gleich geschnitten sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das heißt eigentlich, wo unser Schlafzimmer ist, sollte auch deren Schlafzimmer sein. Aber die waren gestern so laut, so es hat sich angehört, als wäre deren Wohnzimmer über unserem Schlafzimmer so. Als hätten die das kleinere Zimmer fürs Wohnzimmer genommen. Ja, okay, jedem das seine, ne? Ja, muss jeder machen, wie er möchte, aber die waren gestern noch so laut. Die sind durch Treppenhaus gelatscht und wir haben halt die Treppenhausseite und wir hören das halt richtig im Schlafzimmer. Aber ja, das hat sich, ich bin auch irgendwann eingeschlafen. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich wieder in der Wohnung wohne und dass man halt auch andere Menschen hört. Und ich bin ehrlich zu euch, ich bin es halt einfach nicht mehr gewohnt. Ich habe vorher auf dem Dorf gewohnt, also ich habe 9 Monate lang auf dem Dorf gewohnt. Das Einzige, was du da mal gehört hast nach 20 Uhr, war vielleicht, keine Ahnung, die Katzen, die sich zoffen oder die Vögel, die mal hier noch über mein Fenster latschen. Aber ansonsten, es war Totenstille. Es war Totenstille. Es war so still, dass ich sogar manchmal meinen Fernseher nachts laufen lassen habe auf eins, beziehungsweise auf 2, 3 Stunden laufen lassen habe, damit ich Geräusche habe, damit ich einschlafe. Normalerweise mag ich es, wenn ich so Geräusche habe, dann schlafe ich relativ gut ein. Aber, Digga, das war gestern so laut mit den Nachbarn über uns. Ich habe jedes einzelne Wort verstanden. Das heißt, die haben auf irgendeine andere Sprache gesprochen. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Aber ich habe trotzdem die Wörter, die sie gesprochen haben, habe ich trotzdem verstanden. So wisst ihr, was ich meine? Das war a little bit scheiße. Ich bin gestern ein bisschen ausgerastet, muss ich sagen. Aber gut. Es ist einfach Gewöhnungssache. Ich bin halt dieses Laute nicht mehr gewöhnt. Das war damals in Mörs genauso, wie wir da hingezogen sind. Das war alles viel, es war laut. Gut, da war halt der Vorteil, Anführungsstrichen, dass wir ganz oben gewohnt haben. Jetzt wohnen wir halt nicht mehr ganz oben. Und ja, wir haben Nachbarn über uns und wir haben Nachbarn unter uns. So, da ich jetzt weiß, dass man einen richtig, 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 richtig gut hören kann. Also entweder haben die oben einfach keine Möbel und es schallt halt, wie auch immer, so. Ne? Versteht schon, was ich meine. Entweder haben die da oben keine Möbel und man hört es halt einfach noch so laut. Oder ich weiß auch nicht. Weil komischerweise die Nachbarn neben uns höre ich gar nicht. Und die Nachbarn unter uns höre ich auch gar nicht. Also vielleicht sind die über uns auch hier erst gerade neu eingezogen. I don't know. Oder die haben einfach noch keine Möbel. Oder ich weiß es nicht. Aber man hört die echt, echt laut. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn ich die so laut höre, bin ich auf jeden Fall noch vorsichtiger und noch leiser, weil die da unten vielleicht mich genauso hören. So, ich weiß es ja nicht. So, wisst ihr, was ich meine? So, ich habe jetzt Pascal seine Latschen hier geholt. Seine 5-Jahr-Latschen schon fast, ey. Ich werde mal gucken, dass ich nächste Woche definitiv nochmal irgendwie in die Stadt fahre oder sowas und neue Latschen kaufe. Ich brauche Hausschuhe und er braucht neue Latschen, weil kann ja nicht sein, dass ich mit seinem rumlaufe und seine sind komplett schon durch, dass ich da einmal neue kaufe, weil ohne Hausschuhe läuft hier nämlich gar nichts, weil ich trampel nämlich wie ein Elefant. Ich bin so ehrlich zu euch, ich trampel wie ein Elefant, ey. Mich hörst du kilometerweit, ne? Also wenn du mich unten als Nachbarin hast, wenn du mich oben über dir als Nachbarin hast, so,
Prost, Mahlzeit. Ich bin ehrlich, ich rampel einfach wie ein Elefant. Ich trete richtig mit meinen Hacken auf. Du hörst mich wirklich im Nachbarhaus. Das ist so schlimm. Deswegen habe ich Pascal seine Latschen bekommen, damit das nicht ganz so laut ist. Ja, Internet haben wir keins. Wir haben gestern noch für 5,99 haben wir was gebucht. Bei mir auf dem Handy, bei Pascal auf dem Handy war das nämlich ein kleines bisschen teurer. Deswegen haben wir das bei mir gebucht. Ich glaube 5,99 € für 25 GB für 24 Stunden. Sollte definitiv reichen. Ich habe für morgen aber schon einen Technikertermin bekommen. Also geht ratzefatze, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege erst einen Technikertermin in 2 Jahren gefühlt. Nee, ich habe einen Technikertermin für morgen zwischen 10 und 14 Uhr bekommen. Direkt am Montag. Super, freue ich mich. Hoffe, dass die regeln können, warum ich hier kein Internet habe. Da muss ich sagen, bei Telekom wird das länger gedauert. Also wenn man da einen Technikertermin bekommt, dann hast du den eine Woche später erst bekommen. Finde ich cool, dass das bei Vodafone nicht so dauert, also nicht so lange dauert. Ist aber jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, warum funktioniert mein Internet nicht. So, ich bezahle eigentlich schon seit über 10 Tagen Internet dafür, dass ich aber es nicht vorher angeschlossen habe. Im Prinzip bin ich aber auch selber schuld, dass ich es nicht vorher angeschlossen habe. Weil hätte ich es nämlich vorher angeschlossen, hätte ich auch gesehen, dass das Internet noch nicht funktioniert. Also ich gebe nicht Vodafone die Schuld, sondern im Endeffekt gebe ich auch mir die Schuld, weil dieser Karton wurde nämlich 400 Kilometer weiter transportiert, war ein paar Tage lang im Haus. Okay, das sollte nämlich auch nicht passieren. Eigentlich, wenn man den kriegt, schließt man den meistens immer an. Gut, ich musste den erst herholen, weil ich ihn woanders hinliefern lassen habe. Okay, gut, da war auch in der Kommunikation ein bisschen mit Vodafone ein bisschen was falsch. Ich wollte, dass die mir die ganzen Sachen dahin schicken. Die haben so einen Teil dahin geschickt und einen Teil hierhin, aber ich habe hier noch nicht gewohnt, deswegen konnte ich den hier nicht empfangen nehmen. Hat sich aber alles relativ schnell geregelt. Also wie gesagt, ich bin schuld, die sind schuld, ich gebe auch mir die Schuld, sagen wir mal so. Ich hätte vielleicht vor 3, 4 Tagen schon anschließen sollen, vielleicht vor 2 Tagen. Vielleicht wäre dann der Technikertermin schon Donnerstag, Freitag gewesen und ich hätte jetzt Internet. Ja, gut, aber hoffentlich regelt das. Ich werde jetzt die beiden Videos, die ich heute hochladen möchte, werde ich jetzt einfach gleich vordrehen und werde dann drüben hochladen, weil wir gehen gleich rüber zum Essen. Weil meine Küche sieht noch echt vollgestellt aus. Da werde ich mich heute drum kümmern. Ich habe irgendwie voll den roten Punkt. Hier könnt ihr das sehen und der tut echt scheiße weh. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber der tut echt weh. Der ist auch voll hart, ey. Keine Ahnung, aber irgendwie wird es aber schlimmer. Vorher hat man den gar nicht gesehen, jetzt sieht man den halt richtig. Kann aber auch sein, dass ich mir hier irgendwie irgendwo wehgetan habe oder so. Weiß ich nicht. Aber wehtun tut es schon. Ja, was steht heute an? Wir haben einen Sonntag, wir können heute nicht sehr viel machen. Was aber heute ansteht ist, ich kriege gerade eine E-Mail nacheinander rein. Was heute definitiv ansteht, ist, dass ich versuche, die Küche hier ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich habe hier nämlich Dinge, die ich gekauft habe, einfach hier in die Schränke geworfen. Aber da wir heute die restlichen Kartons holen, das Wohnzimmer sieht auch aus, als wäre eine Bombe geplatzt. Ja, da wir aber die restlichen Kartons holen und den restlichen Kartons sowas wie teilweise noch Küchenzubehör ist, Schüsseln und so weiter und so fort, muss ich hier einfach eine leichte Ordnung reinbringen, weil so kannst du hier die nicht mal irgendwas zu essen machen. Ich habe so ein paar Dinge gestern noch gekauft bei Edeka, kann ich euch ja schnell zeigen, damit wir, falls wir zwischendurch mal irgendwie Hunger haben, dass wir hier was essen können. Also ich habe hier 2 Packungen Tortellinis gekauft bei Lidl. Ich habe gestern noch mal bei Edeka einmal so einen Scheibenkäse geholt, den mag ich sehr gerne von Hochland, der war für 1,49 € im Angebot. Das ist wirklich mein liebster Käse und da der im Angebot war, hier sind 150 Gramm drin. Alles andere war mir zu teuer. Genau, ich werde aber definitiv übernächste Woche bei Lidl zuschlagen. Da ist nämlich die 400 Gramm Packung von 3,49 € auf 2,99 € reduziert. Und da werde ich definitiv erstmal zuschlagen. Ich kann aber auch Pascal fragen, ob der mir was von der Arbeit mitbringen kann, weil Pascal arbeitet nämlich in einem Großhandel und da sind die Preise ein bisschen anders, ein bisschen günstiger, teilweise. Vieles ist echt teurer, aber teilweise ist auch einiges günstiger. Dann kam, wie immer, ich kann ohne den nicht ohne meinen Kräuteraufstrich, also ohne meinen Sahnekräuteraufstrich, ihr wisst es, ne? Dann kam hier auch ein bisschen was aus der Rettemich-Abteilung mit. Zum einen habe ich hier Schwarzwälder Schinken mitgenommen für 1,10 €. Dann kam hier von Hertha für 1,15 €. Was ist dann alles nur noch bis morgen haltbar so, aber jo, das wird sich auch noch eine Weile länger halten, sage ich euch ganz ehrlich. Damit passiert überhaupt nichts. Einmal das hier.
Damit passiert gar nichts. Und nochmal das hier für 1 Euro. Das ist Hähnchen-Kochschinken, glaube ich. Genau. Da passiert überhaupt nichts. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ey. Also nur weil da jetzt draufsteht, das ist nur noch... Das ist mein Kühlschrank. Nur weil da draufsteht, dass das nur noch bis heute haltbar ist, heißt das nicht, dass das nur noch bis heute haltbar ist. Ich weiß, einige können das nicht. Wenn abgelaufen steht, wenn das MHD durch ist, heißt das MHD durch, dann heißt das für einige echt wegschmeißen. Für mich nicht. Es kam noch mal hier einmal Tommy-Mayonnaise mit. Und dann habe ich nur noch von Finello Gratin-Käse mitgenommen. Einmal Cherry-Tomaten und einmal noch eine Gurke. Alles im Angebot, also alles. Ich habe euch ja schon mal erzählt gehabt, wenn ich hier wohne, werde ich auf Angebote achten. Ich habe mir schon die Rewe-App runtergeladen. Ich besitze die Netto-App, die Lidl-App, also Apps ohne Ende, wo ich sparen kann, die Kaufland-App. Einfach damit ich sparen kann. Ich zahle hier eine unglaublich hohe Miete für nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 55 Quadratmeter. Und das ist hier absolut keine Luxuswohnung oder sowas. Also, ne, hier ist vieles nicht ganz so, ne, cool, aber es geht sich nicht drum. Ich habe eine schöne Küche, ich habe mir echt Geld gespart, weil hier eine schöne Küche mit drin ist. Aber trotzdem, ich bezahle für diese Wohnung echt, echt, echt viel Geld, weil wir halt in einem Ortsteil wohnen, der nicht gerade günstig ist. Dieser Ortsteil, wo ich wohne, ist preistechnisch. Hätten wir jetzt ein, zwei Ecken weiter uns eine Wohnung geholt, hätten wir vielleicht 200, 300 Euro sparen können und hätten sogar ein Zimmer mehr gehabt. Aber ich wollte hier unbedingt wohnen und dann ist mir ist das wert, mir ist das wert. Ich, wisst ihr, ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich kannte Neuss schon durch Pascal. Zwar muss ich mich hier immer noch ein bisschen zurechtfinden, ja, aber ich weiß schon mal so ein paar Anhaltspunkte. Ich weiß, wo ich in ein DM komme, wo ich in Rossmann komme, wo ich in Kaufland komme, wo ich in Lidl komme, wo ich in Netto komme, wo sind Aldi und so weiter und so fort. So wisst ihr, ich muss halt nicht ewig und 10 Tage suchen. Ich weiß so ziemlich, wo einige Ärzte sind. Ich kann fragen, ich kann Pascal seine Mama fragen, ich kann den Bruder fragen. Ne? Die erklären mir schon, wohin ich muss. Zum Beispiel wollte ich jetzt nächste Woche in die Stadt, da werde ich Pascal seine Mama mitnehmen. Die wird mir dann direkt sagen, wo ich langfahren muss. Das heißt, ich muss mich nicht mit dem Navi hier irgendwie durchquälen oder sowas. Deswegen ist es wirklich von Vorteil, hier wirklich zu wohnen. Ja, natürlich ein bisschen schwierig, aber trotzdem. Ich wurde gestern auch in den Kommentaren gefragt, warum ich eine Zweizimmerwohnung habe. Erscheint ja jetzt, anscheinend ist die jetzt so ein bisschen zu klein. Warum habe ich mir nicht 3 Zimmer genommen? Dann hätte ich ja aus dem 3. Zimmer ein Zockerzimmer machen können. Also, warum haben wir eine Zweizimmerwohnung genommen? Klar, wenn eine 3-Zimmer-Wohnung irgendwann von Vorteil, das bedeutet, keine Ahnung, wenn sich irgendwas mal auf dem Weg macht oder sowas, wäre eine 3-Zimmer-Wohnung definitiv von Vorteil. Ich habe mir aber gedacht, nee, weißt du was, sollte es mal irgendwie so sein, dass es passiert, dann werde ich auch in einer 2-Zimmer-Wohnung mit einem kleinen Knirps noch zurechtkommen. Also ganz ehrlich, ich habe mir Platz hinten im Schlafzimmer gelassen, der könnte jederzeit ein Eckchen hin für ein Bett oder sowas. Also ich habe links die ganze Seite noch frei, da passt definitiv ein Bett hin. Ich habe ein riesen Sideboard, da müsste ich nur noch eine Auflage oben drauf kaufen. Für einen Wickeltisch, dann wird auch so ein Sideboard ein Wickeltisch gemacht. Ich habe genug Schubladen, ich habe genug Stauraum. Wohnzimmer wird definitiv sich Platz finden. Klar, nicht auf Dauer, aber für die ersten Jahre würde es definitiv reichen, dass ich hier nicht aus dieser Wohnung raus muss. Ne? Wir hatten davon am neuesten 3-Zimmer-Wohnung. Ich sage euch ganz ehrlich, wir haben, als wir da eingezogen sind, hatten wir ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und wir hatten aus dem 3. Zimmer Pascal sein Zockerzimmer gemacht. Ja? Was ist passiert? Wir haben ein Jahr lang, keiner von uns beiden hat ein Jahr lang das Wohnzimmer benutzt. Das Wohnzimmer war einfach nicht relevant für uns. Es war halt einfach nicht relevant für uns. Pascal war in seinem Zockerzimmer. Ich habe mich wie sowas halt auch immer jedes Mal ins Schlafzimmer verkrochen und habe da gearbeitet, weil ich den ganzen Tag arbeiten war. Ich habe mich dann ins Bett gelegt und habe direkt von dort aus gearbeitet. Das heißt, ich bin aufgestanden, arbeiten gegangen und wieder reingegangen. Ich war, keine Ahnung, vielleicht mal, wenn ich einen Film geguckt habe oder so, haben wir uns kurz mal auf Wohnzimmer aufgehalten, aber nicht wirklich. Dann haben wir entschieden, okay, damit der schönste Raum in dieser Wohnung auch mehr genutzt wird, weil es war tatsächlich in der alten Wohnung der schönste Raum bei uns, haben wir aus dem Wohnzimmer ein bisschen was umgestellt, weil ich auch einen Esstisch haben wollte und so weiter und so fort und haben dann aus dem Wohnzimmer auch Pascal sein Reich gemacht und haben seinen Schreibtisch dahin gepackt. Das bedeutet, er hatte dann an der Wand, alle die schon etwas länger dabei sind, wissen, wo der Schreibtisch ungefähr stand, haben dann halt seinen Schreibtisch damit reingemacht. Was da mit dem 3. Zimmer passiert, das 3. Zimmer war mehr oder weniger einfach nur eine Abstellkammer oder wo ich halt Wäsche aufgehängt habe. Der Raum war monatelang halb leer. Wir haben den nicht genutzt. Wir sind da so gut wie nie reingegangen, außer wegen Wäsche oder sowas. Und so viel Wäsche haben wir natürlich nicht. Ja, ist dieses, egal was, ein Zimmer ist jedes Mal untergegangen, weswegen wir uns entschieden haben, no way, wir brauchen kein 3. Zimmer. Für was? Damit genau dasselbe wieder passiert? Damit ich unnötig einen Raum putzen muss, wo wir uns nicht aufhalten? Nee.
Dementsprechend, nö, haben wir uns für eine Zweizimmerwohnung entschieden. Und ja, es ist ein bisschen kritisch jetzt mit dem Esstisch. Ja, es wird ein kleines bisschen eng. Ja, aber es macht nichts. Hauptsache, wir fühlen uns wohl. Hauptsache, uns geht es in der Wohnung gut. Wir haben schon den Couches so ein bisschen gedreht, dass es halt anderweitig passt. Ja, es ist nicht das größte Wohnzimmer. Ja, es wird etwas enger sein, aber komm, es ist kuschelig warm, ne? Ich finde es toll so. Hauptsache, uns reicht es, uns gefällt es und alles andere ist ja dann wirklich auch schniepe egal. So, Leute, ich beende das Video jetzt. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Sonntag, ein wunderschönes Wochenende. Ich werde jetzt schnell gleich das Q&A drehen. Ja, ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Tschüss, ihr Lieben.